Wann sagt man Inshallah und wann nicht? Inshallah sagst du in allen Belangen, die mit der Zukunft zu tun haben. Sei es auch eine nahe Zukunft. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Sage nicht, ich werde dieses morgen tun, außer, dass du Inshallah hinzufügst. Das heißt, wenn ich sage, morgen werde ich Fußball spielen, sage ich was dahinter? Inshallah. Wenn ich sage, ich werde gleich etwas trinken, Inshallah. Das heißt, nahe Zukunft soll sie auch in Sekunden. Wenn ich sage gleich zum Beispiel, wir werden gleich die Sitzung abschließen, Inshallah. Das heißt, alles, was um nahe und weite Zukunft handelt, sagen wir Inshallah. Eine Person sagt Inshallah, wenn er über nahe und weite Zukunft redet. So, dann gibt es Fälle, wo wir nicht Inshallah sagen, obwohl wir über die Zukunft reden. Wenn ich sage zum Beispiel, Dajjal wird kommen, sage ich Inshallah. Warum sage ich hier nicht Inshallah? Weil das ist bestätigt. Mafhum? Das ist bestätigt. Ja'juj und Ma'juj werden kommen, sage ich Inshallah. Das ist bestätigt. Al-Mahdi wird kommen. Also jetzt aus unserer Sicht der Sunnis, ja? Nicht, bei Schia ist er schon da. Da darfst du nicht mehr Inshallah sagen. Aber bei uns ist der Mahdi noch nicht da. Oder? Habt ihr ihn gesehen? Noch nicht. Wenn wir sagen, Al-Mahdi wird kommen, sagen wir auch nicht Inshallah. Weil es eine bestätigte Angelegenheit ist. So. Wo sagen wir noch nicht Inshallah? Beim Bittgebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شاء الله. Niemand von euch soll sagen, O Allah, vergib mir إن شاء الله. Wenn du sagst, ja Allah, vergib mir, wenn du willst, was ist aus deinem Bittgebet geworden? Was ist hier aus deinem Bittgebet geworden? Stell dir mal vor, ich mache dir einen einfachen Vergleich. Du gehst zu einem Händler und du brauchst Geld. Du sagst ihm, kannst du mir 50 Euro geben, wenn du willst? Wie ist das jetzt hier geworden, wenn du willst? Na? Mit Entschluss oder ohne Entschluss? So. Und bei Allah Azza wa Jal, manche Leute denken falsch. Sie denken, wenn sie sagen, ja Allah, mach das, ja Allah, gebe mir das. Sie denken, sie reden in Befehlsform und schämen sich, Allah in Befehlsform etwas zu sagen. Aber diese Leute wissen eine Sache nicht. Wir haben im Usul al-Fiqh Ta'rif al-Amr. Ta'rif al-Amr bedeutet, was bedeutet der Befehl? Wie definiert man den Befehl? Der Befehl, wenn wir bitten, ist immer von oben nach unten. Von oben nach unten. Wenn du sagst, ja Allah, gib mir. Wie kannst du ihm befehlen, wenn du was von ihm willst? Mafhum? Wie kannst du Allah bitten? Du willst was von ihm. Aber du sollst das in der, in welcher Form sagen? In der Befehlsform und nicht Inshallah hinzufügen. Und dann gibt es noch eine Sache, wo wir nicht Inshallah sagen. Eine Sache, die schon in der Vergangenheit ist. Wenn ich dich frage, Sheikh Nail, wie viele Kinder hast du? Du sagst mir, 3 Kinder, Inshallah. Hier ist der Wille Allah schon eingetreten. Ja, wenn Allah, hier ist der Wille Allah schon eingetreten. Deswegen, wir reden hier über die Vergangenheit. Deswegen, es gibt Fälle, wo man Inshallah sagt und andere Fälle, wo man nicht Inshallah sagt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bitte.